Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti bei meiner. Heute sind wir endlich bei der 30. Folge und heute ist der 15.10. Und ja, wir haben letzte Folge mal endlich mal wieder was gewonnen. Und ja, ich bin leider am Wochenende immer noch nicht dazu gekommen, mir BOs reinzuprügeln, sag ich mal, oder anzugucken. Weil keine Zeit einfach. Und ja, das ist das Spiel gleich gegen Terrano. Schaffen wir. Versuchen. Wir kriegen es hin. Los, Chaka. Ich bin überlegen, ob ich Stargate Expand mache. Moment, das muss ich gar nicht. Da muss ich hin. Ich mache das hier zu, damit der Reaper nicht reinkommt. An der Ecke. Also müsste der Terraner ein bisschen scouten. Ne, Moment, der muss da hin. Nein, das ist raus, verdammte Scheiße. Gut, das hat schon wieder ganz viel gekostet. Aber es ist nicht weiter schlimm. Wild. So, wir werden auf jeden Fall eine Echse nehmen vorher. Also machen wir 20er Echse. Eure Sonden werden angegriffen. Weil wir können. Und der hat kein Gas. Sehr schön. Was? Das ist natürlich jetzt blöd. Ich finde, es ist eine Sonde, aber ist nicht egal. Ist nicht so schlimm. Kostet es nur ein paar Minereien, aber nicht das Leben. So. Theoretisch sollte da eigentlich kein Dings ums Hochkommen, Reaper. Theoretisch. Oh, schon der nächste fast fertig. Scheiße. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Oh. Aber jetzt kommt der Reaper zurück, das ist schon mal gut. Da haben wir das Problem mit dem Reaper nicht. Ich weiß nicht, ob er hier hochkommt, ich glaube nicht. Was sind wir? Aber wir können mal vorgucken, das ist vielleicht eine Idee. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Das hat er aber verloren, das war ja dumm. Ich bin hier in den Schatten. Okay, jetzt schon Bunker, wo muss ich vorgehen? So, wir bauen unser Robo trotzdem. Dimensionalstränge abgestimmt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und werden jetzt einen Void Ray bauen. Lasst uns beginnen. Damit du safe sind gegen Trops. Das Zeitfenster ist klein. Ich verstehe.
Wir deuten. Extrapoliere zusätzliche Pünktchen. Oh, das sind zu viele Marines. Ah, das hätte man nicht verlieren dürfen. Das war doof. Ihr habt nicht genügend. Prismakern online. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist kalt. Kommt auf jeden Fall ein Marine Push. Sterblich noch dazu. Shit. Sognaku ab. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Boah, weiß er, dass ich da gebaut habe? Peradakural. Beginne, verlasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr müsst zusätzlich. Ach Mann. Energie bei 100%. Er hat gescannt, ja stimmt, das war das Problem. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, das ist halt so. Ihr habt nicht. Basis wird angegriffen. Mineralien fällt. Andakur Herak. Volle Systemleistung. Oh, soll auch ich scannen. Mein Leben für Ayur. Wieder weg. Wird ausgeführt. Scheint so. Kas Arasha. Ihr habt nicht genügend. Nee, ist nicht weg. Sognaku Afal. Basis wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. Wir warten auf den zweiten Koloss und dann machen wir das Zeug da weg. So, jetzt können wir uns aber eigentlich mal unsere Vierte nehmen. Energie bei ein Sognan. Phasenkristalle aufgeladen. Ich das eigentlich alles hier in meiner Gruppe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. So, jetzt wollen wir mit ihm mal ein bisschen auf den Sack gehen. Er weiß, dass ich komme. Den Gegner.
So. Müssen wir unsere Basis mal wieder saturieren? So, jetzt brauchen wir auch mal Upgrades. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bismarck. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir brauchen 5 Void Rays. Übrigens der Void Ray Colossi Bild, den ich ja gerade spiele. Ein bisschen. Frage, wann seine Army kommt. Das ist halt wichtig zu wissen. Und ob er schon eine dritte hat. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Benötigt Unterstützung. Da kommt er. Nicht genügend Mineralien. Sie brechen durch. Ich das hasse. Ich bin hier in den Schatten. Ich finde die Echo. Schade, ein Echo ist einfach viel zu hart teilweise. Phasenkristalle aufgeladen. So, jetzt kriegen wir mal seine Echo. Hauptsache, das kann, nee, ist keine Planetary, das ist schon gut. Viel mehr Vespingas, ey. Ich hab kein Gas, ey. Sock, Naku, Abfall.
das Arasha. Phasen. Wir werden Rache üben. Ach, warum gibt's kein Void Ray Speed mehr? Ich habe viel zu viel verloren. Also er wird es einfach nur nachpumpen und dann über uns rüber rushen. Mineralien, ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ja, damit wird uns killen. Ich bin eure Krieger bekämpfen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der Terraner auch einfach besser pumpen kann. Ich hätte mir nicht angreifen sollen zwischendurch. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach Mann. Ja, GG, Terraner, also wieder. Ach, Mann. Man kann einfach den ganzen Scheiß nicht halten. Verstehe ich einfach nicht. Ja, die Upgrades waren es am Ende, aber ich hatte keine Mineralien für Upgrades. Der hat ja absolut nur Druck gemacht. Naja, wir spielen noch eins. Naja. Wenigstens werden die Void Rays dann schneller. Im nächsten Patch. Dann kommt nämlich sein Medivex nicht mehr weg. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und die Kolosse können endlich besser schießen. Dann wird dieser Wild richtig hart. Oh, ich hab gar nicht geguckt, was wir spielen. Zufall. Ah. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, Fragen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Guess. Kann alles sein. Ich mache einen Umzug. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Bingo, GG, okay. Besser oben zumachen als gar nicht zumachen gegen Zerg. Spät mit einem wieder. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
So, wir spielen wieder mit zwei Adepten. Das Problem ist, wir haben halt vorne nicht zu. Aber das ist nicht schlimm. Da taggen wir einfach. Machen wir einfach mit dem Tag zu. So, spielen wir wieder zwei Adepten. Ja, das passt sogar perfekt. Der nächste kommt auf jeden Fall unten hin, der muss unten hin. Na gut, mit dem Tech sollte man es eigentlich zukriegen, also nach der Echse. Es war halt wie gesagt nicht safe für die Echse, vor allem mit dem Pylon jetzt unten, aber was sollen wir machen? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Oh. Vorwärts. Vor Salat. Niemand kann uns aufhalten. Scheiße! Wir dienen Azur, das erneut unser sein. So soll es geschehen. Unser Denken gleicht sich. Die Templer. Nun wird angegriffen. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Naja, dann. Ach, shit. Forschung abgeschlossen. Echt jetzt? Nee. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Ich bräuchte aber halt noch eine Echse. Also eine Echse wenigstens. Nun gut. Wir bleiben. Ganz wie ihr seid. Okay, will das weiter durchziehen? Nicht genügend Energie. Ist das zu? Ich hoffe, das ist zu, ey. Bin ich gerade eine Robo gebaut? Warum ist die Robo nicht immer? Wahrscheinlich auszusehen abgebrochen. Richtig viele Linge. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Nicht genügend Energie. So, wir gehen mal vorgucken. Och, das ist doch nicht wahr. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Ihr müsst zusätzlich. Hey, da stehen bitte. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst
Ajakamina. Was wünscht ihr? Unser Denken gleicht sich. Der Nachteil ist halt, wir haben immer noch keine Echse. Ehre den Deinen. Warum stehen die denn auch da? Ach, ich komm nicht raus. Scheiße. Eine Drohne gehabt hier, ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wie ihr? Nicht genügend Energie. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die Schlacht wartet. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So, wir probieren's. One base. Cool gemerkt. Aber es ist auch bis jetzt noch 2 base, also es passt schon. Gehen wieder zurück. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So langsam brauchen wir echt mal was. Ihr habt nicht genügend. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Es wird echt eng. Die Schlacht wartet. Gib uns einen auf. Najakar. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir sind eins mit dem. Sammeln. Das hat schon viele Roaches, ne? Wir dienen mit Stolz. Jetzt kommt erst die dritte. So soll es geschehen. Nur die Glocke. Was wünscht ihr? Feindkontakt. Das ist mein eigenes Warpress, ich habe jetzt echt schon Angst gekriegt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, schon heiter, was ist das? Die Himmel warten. Ich tippe mal noch nicht drauf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir brauchen viel mehr Unsterbliche. Nicht. Sie brechen durch! Die Himmel warten! Oh, auf jeden Fall. Okay, Lurker. Ich füge mich. Sie brechen durch! Ihr benötigt mehr. Ihr habt nicht genügend. Assad. Mein Leben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Storm sollte aber jetzt durch sein. Wir sterben. Forschung ist der Dunkelheit.
da kommt er. Storm ist durch. So diene ich. Und wir haben keine Observer. Wir sind mein Unterhalt. Unsere Gedanken sind eins. So diene ich. Nach Natal. Ja, ich habe auch kein Geld mehr. Blödsinn, ey. Ich vernahm euren Ruf. Entaro Tassada. Ich habe mein Obers hier nicht mehr dabei. Meine Aufgabe. Ich kann nur noch Gas abbauen. Unsere Gedanken sind eins. Ich füge. Ach, nicht mal das kann ich mehr bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zerg ist echt easy, Terraner ist echt easy. Ich weiß nicht, was mit Protoss noch mal das Licht der Kala. So, ich opfer jetzt noch meine kleine Truppe hier und dann gehen wir raus. Euer Denken gleicht dem meinen. Alles andere macht keinen Sinn. Meine Aufgabe unordentlich. Wir stellen uns der Du. Erklärt euch. So diene ich. Die Pflicht. Unsere Gedanken sind eins. Entaro Tassada. Naja. Kommt man nicht an. Irgendwie zurzeit komme ich gegen gar nichts an. Also ich bin, glaube ich, doch Platin-Niveau mittlerweile. So schlecht wie ich spiele. Aber egal. Na gut, aber ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss.